ist ein besonderes Spiel, ich freue mich auch drauf. Es waren vier sehr erfolgreiche Jahre, wo ich mich darauf freue, eben viele Leute auch wieder zu sehen. Und ich glaube, dass es eine ganz besondere Geschichte war in Augsburg, vor allem mit dem Abschluss, mit international zu spielen, mit dem fünften Platz im Vorjahr, sich dafür qualifiziert zu haben. Das haben wir alles gemeinschaftlich geschafft. Ich glaube, dass kein Spieler mich jetzt überraschen wird, sondern ich weiß, wie Augsburg spielt, ich weiß, wie die einzelnen Spieler funktionieren. Es wird wieder ein enges Spiel, wie die letzten Spiele auch, wie auch im letzten Jahr, als Schalke in Augsburg verloren hat. Hängt es an Kleinigkeiten bei solchen Spielen und man kann nie sagen, denke ich, wie das ausgeht im Vorfeld, sondern es geht darum, eben die Kleinigkeiten für sich zu entscheiden, 110% in den Ring zu schmeißen und dann hat man auch das Glück auf seiner Seite. Es waren jetzt zwei Spiele, wo wir gut gespielt haben. Es gibt keine hundertprozentige Garantie, dass uns nicht ein Rückfall irgendwann mal wieder passiert, das ist klar. Aber wenn wir so arbeiten wie gegen Salzburg und gegen Gladbach, dann haben wir eine gute Basis, dass wir Spiele gewinnen.